Hallo und willkommen zurück zu Bard's Tale. Unser Feinentschärfer ist schon bei der Arbeit und ja. Das war eine Freude! Endlich habt auch ihr einmal Schmerzen zu spüren bekommen. Schauen wir mal, was wir hier schon kriegen. Wo ist denn unsere Pfeife? Ich rieche eine Falle! Ja, wo bist du denn? Egal. Dann gehen wir mal vorsichtig vor. Unsere Wiederbelebungstante ist fast gestorben. Fallen! Dort drüben! Na, was auf jeden Fall feststeht, dass unser Ritter hier nicht sonderlich viel Schaden austeilt. Och nee, Olle. Runter von den Stacheln. Runter von den Stacheln. Eieiei. Wir haben natürlich sehr hohe Verteidigungswerte. Na gut, die sind ja auch aus Stein. Wär's, wenn wir mal... Ihr braucht mich wieder? Nehmen. Das dachte ich mir. Vielleicht ist es hier sogar ein bisschen effektiver. Weil das hier eher neutral ist, während das andere ja nur ein Blitzschwert ist. Ein Blitz gegen... Vorsicht, gegen Stein. Mein Freund! Dort ist eine Falle! Unsere Heilerin hat sich mal wieder selber gekillt. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Okay, wir haben hier auf jeden Fall auch ein paar Pfeilfallen. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Geradeaus geht's weiter, aber wir wollen natürlich alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Das war eine Freude! Endlich habt auch ihr einmal Schmerzen zu spüren bekommen. Ich stehe euch bei. Also aktuell haben wir immer das Problem, dass jeder von unserer Truppe in irgendwelche Fallen rennt. Ich glaube, unser siegendes Schwert ist aktuell hier wirklich besser als unser Blitzschwert. Muss die Falle entschärfen! Unser Boss wird wahrscheinlich dann auch sehr steinern sein, wenn man sich mal hier die Gegner angucken. Okay. Ich denke mal, in den Turm ist es nicht verkehrt, wenn wir einen Fall in den Schärfer mit uns nehmen. Ich stehe euch bei. Hier ist aber auch keine weitere Truhe oder ähnliches. Ich laufe mal hier den Weg. Heilung. Auf der rechten Seite war nämlich eine. Anscheinend gibt es hier nichts. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Ja, schmeiß ich drauf. Muss die Falle entschärfen!
Sieht nicht so aus, als wäre hier noch was. Okay, dann vorsichtig weiter. Autsch. Hier speichern. Lohnt sich gerade nicht so, weil wir haben nämlich nicht wirklich viel geschafft bis jetzt. Ein neues Lied, verbesserte Zauberin. Schicken wir die erstmal weg, damit wir die bessere holen können. Ich biete euch meine Dienste an. Ich hoffe mal, dass wir bald einen verbesserten Ritter kriegen. Arch. Okay, der hat jetzt gar nichts getroffen. Autsch. Ich glaube, unsere Zauberin kann auch gerade jetzt Gegner debuffen. Das macht zumindest so den Eindruck. Unser Ritter macht echt keinen Schaden aktuell. Seid ihr sicher, dass ihr mich mit der richtigen Hand führt? Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Nice. Also an Geld mangelt es uns hier nicht. Das steht auf jeden Fall, wenn wir diesen Dungeon hier erledigt haben, müssen wir gucken, dass wir irgendwo einen wandernden Biester treffen. Damit wir uns da noch eine Trophäe holen können mit dem... Vorsicht, mein Freund! Dort Spenden. Ist eine Falle! Schädel. Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Er redet die ganze Zeit vor Fallen, reagiert aber nicht. Ach, die alle durch die Fallen hier rennen. Ich rieche eine Falle! Ah! Ossias Laute, ein neues System. Ich rieche eine Falle. Okay, hier ist sonst weiter nichts. Ach, soweit ich weiß, war immer auf jeder Etage ein Speicherpunkt. Dementsprechend gehen wir erst auf die neue Etage, bevor wir das machen. Knappe 10 Minuten und wir haben die erste Etage schon fertig. Ist jetzt alles, sage ich mal, locker flockig. Sehe zumindest aktuell noch keine größeren Probleme, was jetzt nicht heißt, dass der Turm hier leicht wird. Der Rückweg steht uns ja auch später mit Sicherheit noch bevor und der war bis jetzt immer deutlich schwieriger. Oh, neue Gegner. Nutzt Capoferros-Techniken!
okay, wir haben jede Menge unsichtbare Gegner. Heilung. Die zudem auch noch verdammt stark sind. Au. Glaube tatsächlich, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn wir hier ein Schild haben. Ich heile euch. Wow. Okay, also hier ist schon ein bisschen was anderes. Neue Waffe. Vaskula. Hier werden wir auf jeden Fall mal kurz zwischenspeichern. Aha! Ich glaube, ich habe da eine kleine Schwäche entdeckt. Die scheinen wohl leichte Probleme zu haben mit Feuer. Das war ein Fehler. Okay, die Etage wird auf jeden Fall wahrscheinlich was länger dauern und ein bisschen schwerer werden. Okay. Da ist noch ein Weg und da ist noch ein Weg. Ich glaube, in der anderen Richtung die optionale Auswahl. Hier in der Richtung sehe ich auf jeden Fall einen weiterführenden Weg. Ich heile. Sehr gut. Ritter vorschicken als Tank und selber dann schön aus der Ferne mit Pfeil und Bogen läuft. Ich stehe euch bei. Vielleicht ist das auch einfach ein Weg, der jetzt, sag ich mal, zusammenführt. Das sieht zumindest danach aus. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Also gehe ich davon aus, dass hier das eher, wo ich am Anfang dachte, dass das Weiterführen ist, optional ist, dass da einfach nur ein Speicherpunkt in der Nähe ist. Ein Entschärfer,
lockt hier und da doch ein paar Gegner an. Hier ist wieder. Warum halten wir uns überhaupt mit so etwas auf? Das hat sich gelohnt, mein Junge. Ja, das war echt nicht schlecht. Schicke Hosen. Ein juwelenbesetztes Schwert wieder. Das die ja auch allgemein immer wieder droppen. Guter Hund. Oh. Ein Natternstein. Wahnsinn, was er alles auslebt. Oh, unser guter Ritter, der hält ordentlich was aus. Na, es wird doch sehr lustig, wenn wir den auf die höhere Stufe kriegen. Jutens Landbesitz gefunden. Ja, soweit durch die Juten uns komplett gehören. Wenn wir hier geklärt haben. Oh, da ist Geld gegen gegangen. Ich heile. Sehr schön. Ich würde sagen, schauen wir uns hier mal um, ob irgendwas Brauchbares ist. Außer noch einen weiteren Gegner. Und dann ja, jetzt tatsächlich noch was. Und dann speichern wir wieder mal kurz zwischen, bevor wir dann weitergehen. Ich kann es noch! Die Truhe öffnen? Ja, hätte ich auch hingekriegt. So ein Knurrt. Hier irgendwas hat er geknurrt. Guter Junge. Oh, wieder ein Natternkristall. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, hier lasse ich den öfters mal graben. Nach 20 Minuten haben wir schon. Die Ebene 2 von dem Dungeon hier ist doch schon ein bisschen größer, also ein ziemlich großer Turm. Entschuldigung. Das war den ganzen Aufwand wirklich nicht wert. Ja, großartig Aufwand war jetzt nicht dahinter. Hier verkaufe ich irgendwas. Schön.
Okay. Also die scheine ich wohl getroffen zu haben. Ein unsichtbarer Zweihänder. Ich kann es noch! Eine verbesserte Gaunerin. So lange, aber sicher alle Zauber. Nutzloser Plunder! Schauen wir mal. Hier haben wir verbesserte Gaunerin und den Steinschweißer haben auch verbessert. Hier haben wir alle Zauber. Da haben wir alle Zauber. Die Gruppe ist voll. Ja, und dadurch, dass wir gerade keinen Platz haben, können wir natürlich nicht prüfen. Aber aktuell funktioniert es ja so, wie wir es hier machen. Zweihändiges Schwert. Der dick gepanzerte Ritter ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl, um vorwärts zu kommen. Was der alles wegsteckt. Ich heile euch. Mal wieder zwischenspeichern. Was hat die Zeit? Wir haben noch Zeit. Ich stehe euch bei. Also, so wie wir aktuell durchkommen, würde ich schon sagen, im nächsten Part haben wir dann schon wieder einen Bossfight vor uns. Und dann noch ein Part weiter. Neigt das Spiel sich schon fast dem Ende. Fehlt ihm glaube ich bei viel. Wir sind im, glaube ich, vorletzten Kapitel schon mittlerweile. Zeremonienschwert und noch eine Menge anderes Zeug. So. Hier noch was? Nö, ein paar Köpfe. Das ist hier so ein Aufzug. Also diese eine Truhe scheint hier nichts zu sein. Heilung. Auf die nächste Stufe. Inselturm Stufe 3. Ich rieche eine Falle. Ich rieche eine Falle. Okay, also hier Fallen! Dort drüben! So, sowas in der Richtung. Okay. Fallen! Dort drüben! Vorsicht, mein Freund! Dort ist eine Falle! Unsere Zeit sagt, dass wir langsam mal einen Cut machen können. Ich heile euch. Das heißt, wir werden hier mal kurz einen Zwischenspeicher machen und dann beim nächsten Mal weitermachen. Und ich bin echt schon gespannt, was uns hier noch erwartet. Bis dann! Ich